Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video erfährst du, wie du das Display des Vorons 0.2 richtig einrichtest. Mir ist das vermutlich genauso passiert wie vielen anderen auch. Ich habe erst alles fertig gebaut, das Display montiert und das Display hat dann nichts angezeigt, als ich den Drucker eingeschaltet habe. Das liegt daran, dass das Display über USB läuft und eine eigene MCU besitzt, die wir erst mit einer Firmware flashen müssen. Das geht eigentlich ganz einfach. Zuerst legen wir den Drucker auf die Seite, schrauben den Boden ab, damit wir besser an die Pins des Displays kommen und setzen einen Jumper, damit das Display in den DFU-Modus versetzt werden kann. Nun schalten wir den Drucker ein. Nachdem der PI hochgefahren ist, verbinden wir uns über die Eingabeaufforderung mit diesem. Ab hier gibt es sehr viele Ähnlichkeiten mit dem Flashen des Mainboards. Ich verwende hier einen BigTree Tag PI, welcher den Benutzernamen BQ sowie das Passwort BQ verwendet. Verbinden können wir uns über SSH BQ @ die IP-Adresse deines PIs, gefolgt von dem Passwort. Als nächstes überprüfen wir mit dem Befehl lsusb, ob das Display auch im DFU-Modus ist. Hier sollte dann sowas ähnliches wie ST Microelectronics in DFU-Mode auftauchen. Die ID, welche davor steht, müssen wir uns für später noch merken, da wir diese später noch brauchen. Die ID bekommen wir übrigens ebenfalls über den Befehl dfu-util Leerzeichen minus minus List. Hier werden dann alle im DFU-Mode befindlichen Geräte angezeigt. Über den Befehl cd, dann diese Schlange, slash Clipper, gelangen wir in das Clipper-Verzeichnis. Dort geben wir wieder Make Menu Config ein. Die extra Low Level Configuration sollte hier aktiviert sein. Der Mikrocontroller ist ein STM32. Prozessormodell ein STM32F042. Einen Bootloader brauchen wir nicht und die Kommunikation sollte auch auf PA9/PA10 stehen. Wichtig ist noch, dass wir die optionalen Features deaktivieren, um Speicherplatz zu sparen. Support-Software, Based I2C und den 3-Achsen-Beschleunigungssensor brauchen wir nicht. Über Q gefolgt von Y speichern wir die Konfiguration ab und verlassen das Menü. Als nächstes geben wir den Befehl Make Clean ein und danach den Befehl Make Flash. Und dann nun in Großbuchstaben Flash Device ist gleich, gefolgt von der ID unseres Displays, was wir oben schon mal gesehen haben. Jetzt wird die Firmware erstellt und anschließend auf den Chip geschrieben. Solange du einen File Downloaded Successfully siehst, ist alles erledigt. Der Text, der danach kommt, kannst du ignorieren. Nun müssen wir das Display wieder in den normalen Modus versetzen. Dazu müssen wir den Jumper für den DFU-Mode wieder entfernen. Du kannst jetzt entweder den PI neu starten oder den Reset-Knopf drücken und die Firmware von Clipper neu starten. Damit das Display allerdings funktionieren kann, müssen wir es noch in Clipper einbinden. Dazu gibt es zum einen eine vorgefertigte Config, die wir von der Voron-Seite herunterladen können und zum anderen brauchen wir wieder die Serial, damit der PI mit der MCU des Displays kommunizieren kann. Dazu loggen wir uns wieder in den PI ein und lesen die Serial über den Befehl ls dev serial by id mit einem Sternchen hinten dran aus. Nun sollten wir zwei Serials angezeigt bekommen. Eine davon ist das Mainboard und die andere davon ist das Display. Die vom Display kopieren wir an die entsprechende Stelle in der Config. Wenn wir nun die Firmware neu starten, sollten wir ein funktionierendes Display vorfinden. Oft passiert es jedoch, dass du ein Offset im Display hast. Sollte das der Fall sein, kannst du einfach die Raute vor dem X-Offset in der Config entfernen und mit der Zahl kannst du die Pixel des Offsets einstellen. Bei mir waren es exakt 2 Pixel. Wie du sehen kannst, habe ich vertikale Streifen im Display. Diese können entfernt werden, wenn du den Befehl vcomh aktivierst. Dieser ist ebenfalls in der Config enthalten. Ein guter Wert dafür ist 31. Jetzt sollte dein Display ordnungsgemäß funktionieren. Die Menüstruktur des Displays wurde hierbei automatisch erzeugt. Wir können das Menü auch auf unsere eigenen Wünsche anpassen. Hierzu gibt es ebenfalls eine Config, die wir auf der Clipper GitHub-Seite finden können. Diese muss allerdings dann auch in die Printer-CFG eingebunden werden. Hier kannst du dann übrigens auch deine ganz persönlichen Werte zum Vorheizen einstellen. Wenn wir uns die CFG dazu anschauen, ist die Struktur eigentlich recht simpel. In den eckigen Klammern steht quasi deine Menüstruktur, dabei geben die beiden Unterstriche den Menüpunkt an. Wie du hier sehen kannst, wäre der Punkt Preheat PLA im zweiten Untermenü vom Hauptmenü zu finden. Typ List erzeugt eine Liste zum Anzeigen, wobei Typ Command eine Aktion am Drucker ausführt. Name gibt den Anzeigenamen an. Hier kannst du dann auch die Menüpunkte auf Deutsch eintragen. Über den Index kannst du auch die Position festlegen, wo der Eintrag zu finden ist.
Somit kannst du deine Einträge schnell und einfach sortieren. Über den Eintrag Enable kannst du auf spezielle Sektionen der Printer-CFG zugreifen. Zum Beispiel aktivierst du dort die Sektion Extruder und Heaterbed. Nachfolgend kannst du dann auch einen G-Code ausführen, der sich auf diese Sektionen bezieht. Hier rechts siehst du nun mein programmiertes Menü und links gehe ich mit dem Pfeil an die Stelle, welche du gerade auf dem Display siehst. Wenn die Elemente vom Standardmenü nicht zusagen, dann kannst du sie auch ganz einfach über den Type Disabled deaktivieren. Wie hier zum Beispiel das Menü Octoprint. Jetzt kannst du dir dein ganz persönliches Menü schreiben. Hat dir das Video gefallen? Freue ich mich natürlich über ein Like von dir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.